Ach, immer diese Materialspieler. Ohne Noppen könnt ihr gar nicht spielen. Es ist völlig unberechenbar, welcher Schnitt da kommt. Weiß er ja selber nicht. Der Ball flattert. Er hat doch mit Tischtennis alles nichts zu tun. Willkommen zu einem neuen Video von Center Court Coaching, eurem YouTube-Channel rund um die Themen Tischtennis, Poker und Mindset. Heute starten wir mit einer kleinen Serie zum Thema Materialspiel am Tisch. Und im Verlauf dieser Serie wollen wir ein wenig uns beschäftigen mit Taktik als Materialspieler, Taktik gegen Materialspieler, den verschiedenen Schlagtechniken, die es bei Materialspielern gibt. Und vor allen Dingen wollen wir mit einigen Mythen rund um das Materialspiel mal etwas aufräumen. Und in diesem ersten Video dieser Reihe heute geht es auch genau damit los. Und zwar mit dem vielleicht größten Mythos, was das Materialspiel am Tisch angeht, dem Flatterball. Ja, den Effekt des Flatterballs oder des, besser gesagt, vermeintlichen Flatterballs, den kennt so ziemlich jeder, der schon mal gegen einen glatten Anti oder eine lange Noppe gespielt hat und das Gefühl hat, der Ball kommt nicht gerade auf mich zu, sondern flattert in seiner Flugbahn leicht hin und her. Um zu verstehen, wie dieser Flattereffekt, den wir wahrnehmen, zustande kommt, müssen wir zwei Sachen verstehen. Das eine ist erstmal, wenn wir gegen Material spielen, zum Beispiel lange Noppen ohne Schwamm, die häufig für das Tischnahspiel eingesetzt werden, oder seit vor mittlerweile noch einigen Jahren glatte Noppen verboten wurden, gibt es als Alternative Antibeläge, die besonders glatt sind. Und die haben natürlich den Effekt, dass der Ball, der ankommt mit einer gewissen Rotation, diese Rotation auch beibehält, statt wie wenn wir mit einem normalen Belag den Ball zurückspielen, die hier auf dem Schläger sehr stark gebremst und gestoppt wird und dann eine eigene Rotation vom normalen Innenbelag gegeben wird. Das führt letztendlich dazu, dass der Ball nicht wie gewohnt, also in der Regel spielen wir ja eher gegen Spieler mit Noppeninnenbelägen, mit normalen, griffigen Noppeninnenbelägen. Das ist das, woran wir gewohnt sind. Und wenn der Spieler mit einem Noppeninnenbelag zum Beispiel einen Schub spielt oder vielleicht sogar, besser gesagt, mal einen seitlichen Schub spielt, ja, dann haben wir in unserer Erfahrung natürlich, wie wird der Ball jetzt fliegen. Und wenn der Spieler die gleiche Bewegung macht, in der gleichen Situation, wir haben eine gewisse Rotation reingegeben und jetzt geht der Materialspieler da mit einer bestimmten Bewegung dran, dann ist es halt ganz einfach so, dass der Ball dann nicht zu uns geflogen kommt, wie wir es sonst gewohnt sind, sondern die Rotation im Zweifel anders, vielleicht sogar kann man sagen, umgekehrt zu uns kommt. Das ist Punkt 1. Punkt 2, den wir verstehen müssen, ist, wie funktioniert eigentlich unsere optische Wahrnehmung? Und so ähnlich wie das bei Videoaufnahmen, bei Filmaufnahmen der Fall ist, entstehen einzelne Bilder, die dann schnell hintereinander abgespielt zu einer flüssigen Bewegung werden, die wir dann als Bewegung ohne Unterbrechung wahrnehmen. Und auch unser Auge arbeitet, indem es einzelne Aufnahmen macht und den Bereich zwischen den Aufnahmen, die Zeit, die wird von unserem Gehirn aufgrund unserer Erfahrung automatisch ergänzt, sodass wir das Ganze nicht als einzelne Bilder wahrnehmen, obwohl es einzelne Bilder sind, sondern dass wir praktisch ohne Unterbrechung, ähnlich wie bei einem Film, in einer einzigen flüssigen, ununterbrochenen Bewegung wahrnehmen. Stellen wir uns nun folgende Situation vor. Wir machen einen Seitrittaufschlag und der Gegner schlägt den auf eine bestimmte Art und Weise mit seinem normalen Noppeninnenbelag zurück. Dann erwarten wir eine Flugbahn des Balles, die dieser Reihe hier entspricht. Und dann nehmen wir das Ganze ganz normal ohne Flattereffekt wahr. Jetzt machen wir den gleichen Aufschlag und unser Gegner macht die gleiche Rückschlagbewegung, diesmal allerdings mit Noppen. Das heißt, unser Gehirn erwartet erstmal wieder diese Flugbahn des Balles. Die tatsächliche Flugbahn des Balles wird aber hier durch die blaue Linie, durch das blaue Seilchen und diese Bälle signalisiert.
Und jetzt ist es so, hier machen wir ein Bild. Jetzt erwartet unser Gehirn, dass der nächste Ball hier ist. Das ist aber nicht der Fall, weil die Rotation ist ja anders, als wir gewohnt sind. Das heißt, das hier macht uns unser Gehirn vor, nimmt unser Gehirn vorweg, obwohl das nicht richtig ist. Und hier entsteht das nächste Bild. Erneut projiziert unser Gehirn diese Prognose, aber hier entsteht wieder das neue Bild. Und dieses Zickzack-Muster, das sich hieraus ergibt, das ist dann das, was wir als den Flutter-Effekt wahrnehmen. Umso mehr Erfahrung wir darin haben, die Bälle von Materialspieler anzunehmen, desto mehr geht unser Gehirn natürlich dann auch von der wirklich richtigen Flugbahn aus und simuliert den Rest dann auch korrekt. Das heißt, es passiert folgender Effekt. Die tatsächliche Flugbahn des Balles und das, was unser Gehirn uns vorspielt, passen zusammen. Und mit steigender Erfahrung wird der Flutter-Effekt dann immer weniger bzw. verschwindet dann völlig. Ja, mir ist natürlich bewusst, dass der gesamte Prozess der optischen Wahrnehmung und der Verarbeitung in unserem Gehirn viel komplizierter ist als das, was ich gerade doch ganz vereinfacht versucht habe wiederzugeben. Ich hoffe aber, das Grundprinzip ist euch klar geworden, was es eigentlich mit dem Flutterball auf sich hat und dass das tatsächliche Flattern des Balls tatsächlich auch nur ein Mythos ist. Und ich hoffe, euch hat das erste Video zum Thema Materialspiel am Tisch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann, tschüss! Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr euch darüber hinaus noch etwas intensiver mit Mindset im Sport beschäftigen wollt, dann lade ich euch herzlich ein. Schaut doch mal auf meiner Homepage vorbei auf www.centercourtcoaching.de. Dort findet ihr zum einen mein aktuelles Buch, das Tischtennis-Mindset, was Tischtennissportler von Pokerprofis lernen können. Und zum anderen könnt ihr euch über die Möglichkeit informieren, euch individuell von mir in Sachen Mindset coachen zu lassen. Und schaut doch auch mal auf meiner Instagram-Seite und meiner Facebook-Seite vorbei. Das würde mich sehr freuen.